Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Bloodborne. Oh yes, ein Spiel, auf das ich mich schon so lange gefreut habe. Und jetzt an Silvester 2016 kann ich euch den ersten Part präsentieren. Also kurz vor dem Jahreswechsel kann ich nochmal ein neues Projekt starten. Oh, Bloodborne, ohne Scheiß. Das sollte eigentlich das Projekt sein, das direkt nach Lords of the Fallen starten sollte, aber dann ist eben Dishonored 2 released worden und ich dachte mir, komm, dann hau ich mal lieber ein aktuelles Spiel raus. Und gucke mal, was daraus wird. Ist leider nicht so sehr eingeschlagen auf dem Kanal. Also, ich meine damit, ich habe eher damit gerechnet, dass ich vielleicht noch ein paar Abonnenten dazu gewinne durch Dishonored 2. Wäre schön gewesen, ist leider nicht passiert, kann ich jetzt auch nicht ändern. Ist mir aber auch ehrlich gesagt egal, ich hatte Spaß an dem Spiel und das werde ich mir auch dadurch nicht nehmen lassen. Ich spiele ja immer die Spiele, auf die ich auch gerade am meisten Bock habe und auf die ich mich am meisten einlassen kann. Und jetzt, nachdem wir Dishonored 2 erledigt haben, will ich auf jeden Fall Bloodborne anfangen. Ich werde online auf jeden Fall spielen. Weil ich den Online-Faktor in den ganzen From-Software-Spielen immer spitze fand. Und Bloodborne ist ja, glaube ich, auch das bislang einzige Spiel von From Software, das einzig und allein für die PlayStation 4 erschienen ist. Also der einzige Exklusivtitel. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dem wäre so. Momentchen. Ich werde mal ganz kurz. Nee, Quatsch. Netzwerk, Quatsch. Anpassung. Hier Sound, okay. Ich werde mal den Sound ein kleines bisschen runterschrauben, weil jetzt gerade hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er etwas zu laut ist. Moment. Weil ich musste jetzt gerade schon den Ton bei meinem Headset kurz runterschrauben, weil es ein bisschen zu laut war. Aber ich glaube, jetzt geht's einigermaßen. Okay, wir starten direkt ein neues Spiel. Helligkeit anpassen, Regler anpassen, bis man sichtbar und Bestie unsichtbar ist. Ja, passt schon. Passt schon so, wie es ist. Ja, ich habe die ganzen Einstellungen schon vorher gemacht, von Oh daher. ja, Bleichblut. Tja, ihr seid am richtigen Ort. In Yharnam wird Blutbehandlung praktiziert. Ihr müsst nur ihr Geheimnis enthüllen. Aber wo soll ein Fremder wie ihr nur beginnen? Dazu sollte etwas Yharnam-Blut in euch fließen. Doch zuerst kommt euer Vertrag. Hast du etwas verloren? Vielleicht deine Augen? Okay, da war leicht creepy. So, wir geben unseren Namen ein. Den Charakter natürlich Clay. Ich bin ein Mann. Reif gealtert? Betrifft nur ihr Aussehen und nicht ihre Fähigkeiten. Na komm, wir nehmen mal so einen Spund, würde ich sagen. Oder? Herkunft, Angsthase. Okay. Normal glückliche Kindheit, alle Attribute durchschnittlich. Okay, einziger Überlebender, letztes Mitglied eines Dorfs. Hohe Lebensessenz und Kraft. Ah, das ist quasi die Klasse, die man hier auswählt. Alles klar. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil. Okay, Vitalität ist klar, das ist die Lebensenergie. Ausdauer ist, wie viele Aktionen man ausführen kann. Sprich, wie oft man zum Schlag ausholen kann, wie oft man ausweichen kann. Stärke ist, ja, schlichtweg der Schaden, den man austeilt. Geschick ist eher so, der Schaden für Waffen, mit denen man etwas schneller zuschlägt, beziehungsweise mit Pfeil und Bogen. Blutfärbung, gar keine Ahnung, was das sein soll. Arkan, das klingt so ein bisschen nach Magie. Was haben wir denn? Also einziger Überlebender, der hat auf jeden Fall etwas mehr Energie, aber an Magie mangelt es ihm ein kleines bisschen. Schwierige Kindheit. Unglückliche Kindheit, dadurch sehr belastbar. Aha. Vergangenheit voller Gewalt, unbedacht aber stark, Leben voller Gewalt. Ja. Okay, der hat einen sehr hohen Stärkewert.
Professionell, perfekt geeignet für Detektivarbeit oder Wissenschaft. Militärveteran, kriegserfahren, ein Soldat mit Stärke und Geschick. Aha. Aber nicht so viel Vitalität. Noble Abstammung, Spross einer guten Familie mit Stolz auf den Stammbaum. Grausames Schicksal, schlimme Erlebnisse, aber jetzt sehr selbstbewusst. Boah, ein hoher, sehr hoher Arkanwert. Wenig Blutfärbung. Ja. Und Nichtsnutz. Ein Nichts ohne jedes Talent. Deine Geburt war ein Fehler. Alter. Okay, das scheint so ein bisschen der Hardcore-Modus zu sein, weil die Stufe ist auf jeden Fall anders. Alle anderen Klassen sind direkt auf Stufe 10 und als Nichtsnutz ist man auf Stufe 4. Blutechos hat man auch nur 10. Bei den anderen hat man schon ein paar hundert. Ich schwanke zwischen einziger Überlebender und Militärveteran. Weil ich will eigentlich schon so ein bisschen auf Stärke gehen. Aber einziger Überlebender hat ein bisschen mehr Blutechos. Aber ich denke mal... Was sind Blutechos überhaupt? Kann es sein, dass das die Seelen sind und dass man damit so eine Art Startkapital kriegt? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich weiß leider gar nichts über das Spiel. Blutechos, ja, das kann gut sein. Weil jeder hat ja unterschiedlich viele. Bei nobler Abstammung würde ich mit den meisten Blutechos anfangen, aber der hat... der geht eher auf Geschick und normalerweise... bin ich nicht so der Typ für Geschick, aber vielleicht ist es in diesem Spiel ja etwas anders, weil das Gameplay in Bloodborne unterscheidet sich ja schon ziemlich von dem in Dark Souls. Weil in Dark Souls, da kann man quasi so einen fetten Ritter spielen mit dicker Rüstung und so weiter und so fort. Hier, das ist, soweit ich gehört habe, eher Steampunk-mäßig. In einer Hand hält man eine Knarre, in der anderen halt eine Nahkampfwaffe. Also ich weiß, gerade eben sage ich noch, ich weiß nichts über das Spiel, also so grob weiß ich etwas, aber das weiß ich jetzt auch nur von Bildern oder von dem, was mir gesagt wurde, ohne dass ich gespoilert werden wollte. In irgendeiner Weise, auch vom Gameplay her wollte ich nicht großartig gespoilert werden, aber zugegeben, das Bild, das Titelbild von Bloodborne, das zeigt schon so ein bisschen... an, in welche Richtung es gehen soll. Aber gut, ich denke mal, ich werde mich jetzt in aller Ruhe entscheiden. Ihr müsst jetzt nicht die ganze Zeit dabei zusehen, wie ich hier hin und her gehe. Ich würde mal sagen, ich setze jetzt einen Schnitt und sobald ich meinen Charakter fertig habe, werde ich ihn euch präsentieren. So, erledigt. Habe jetzt nichts Spektakuläres entworfen, aber das war ja auch eigentlich überhaupt nicht mein Ziel. So, das ist mal mein Gesicht von Namen. Wie gesagt, nichts Spektakuläres, aber ich will jetzt auch nicht keinen Badshit Insanity-Charakter entwerfen. Als Herkunft habe ich Militärveteran genommen, weil der eine einigermaßen gute Stärke hat, gute Vitalität und Ausdauer. Ja, was ich mit der Magie anfangen soll, keine Ahnung, oder mit der Blutfärbung. Von den beiden Sachen weiß ich überhaupt nichts. Von daher, die beiden Sachen muss ich ja jetzt nicht irgendwie großartig hochgeskillt haben bei den anderen Sachen. Von daher, das eine ist bei 7, das andere bei 6. Wenn sich das irgendwann als nützlich herausstellen sollte, kann ich ja im Nachhinein noch ein paar Punkte drauf verteilen. So. Alles klar, dann würde ich mal glatt sagen, abschließen die Charaktererstellung und let's go! Ab nach Bloodborne. Beziehungsweise, nee, ich glaube kaum, dass das Bloodborne heißt, der Ort, in den man reist. Baumelnde umgekehrte Rune, eingebrannt in den Verstand, Symbol eines Jägers. Durch Konzentration aller Gedanken auf diese Rune verliert ein Jäger... Wurfmesser mit fein gezackter Klinge, eine der bevorzugten Waffen des alten Jägers Henrik. Richtet bei Bestien keinen großen Schaden an, aber man kann durch den geschickten Gebrauch Angreifer ablenken. Ah ja. Und, was ich auch interessant finde, es ist, glaube ich, das erste Spiel von From Software mit deutscher Synchro. Und versiegelt. Beginnen wir nun mit der Transfusion. Oh, nur keine Sorge. Was auch passiert, ihr werdet das alles für einen bösen Traum halten. Hm.
Nette, verrückter Doktorlache. Das verwundert mich jetzt wirklich. Also, ich bin überrascht, dass ein Spiel von From Software eine deutsche, nicht Synchro, wie heißt es nochmal, bei Videospielen, Lokalisierung, genau. Dass es eine deutsche Lokalisierung erhalten hat. What the fuck bist du? Alter! Sag mir, dass du eine Illusion bist, bitte. Oh. Okay. Okay. Privatsphäre. Privatsphäre. Junge. Okay, ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber ich bin dankbar dafür, denke ich. Wer auch immer den jetzt gerade gebrutzelt hat, danke. Ey, komm, vom Regen in die Traufe oder was? Alter. Ist das ein Kleinkind-Zombie oder was? Uah, Alter! Hilfe! Geht weg! Geht weg! I sind die Ekel! Igit! Igit! Ihr habt euch einen Jäger gesucht. Oh Gott. Iosefkas Klinik. Wie jetzt? Und wir starten schon ins Spiel rein? Krass. Ach, war das jetzt der Geist eines Spielers bereits? Als kurze Information, das kennt man ja auch schon aus den Dark Souls-Spielen, wenn hier jetzt irgendwelche Geister rumlaufen sollten, also so durchsichtige Silhouetten von Menschen, dann sind das wahrscheinlich andere Spieler, die zum selben Zeitpunkt wie ich in dem gleichen Gebiet rumlaufen. Ja. Gucken wir uns mal an. Handgeschriebene Kritzelei. Suche Bleichblut, um die Jagd auszuweiten. Aha. Mal kurz gucken. Viereck, okay, das ist wahrscheinlich Item benutzen. X. Okay, mit R1 mache ich einen Handkantenschlag. Hajime! Hoja! Oh. Ich kann hier sogar schon ein bisschen Shit kaputt machen. Hajime! Hoja da! Itatakimasu! Ich weiß nicht, warum ich anfange, Japanisch zu reden. Vielleicht liegt es daran, dass es ein japanisches Spiel ist. Vielleicht liegt es daran, dass dieser Handkantenschlag so ein bisschen was Karate-mäßiges hat. Öffnet sich nicht von dieser Seite, okay. Ah, das ist die Taste, die ich gesucht habe. Kreis. Kreis ist zum Ausweichen, alles klar. What the fuck? Was ist denn das da unten? Hinweis. Das verdanken wir verborgener Pfad. Okay. Beurteilungen gut oder schlecht? Keine Ahnung. Ich bewerte es mal gut, schätze ich. Whatever. Tür öffnen. Verborgener Durchgang ist das ja nicht wirklich. Ich meine, eine Doppeltür sollte man jetzt nicht so leicht übersehen können. Du musst dies akzeptieren, Kommunion schließlich die Plage namens Lügner. What? Okay. Da. Was macht er da? Übt er gerade eine Choreografie ein? Was ist das? Oder ist das eine Geste? Wahrscheinlich, oder? Ich habe vergessen, dass es auch Gesten in dem Spiel gibt, wahrscheinlich. Vorsicht vor Klinik. Okay. Bitte, gebe ich dir auch noch eine Bewertung mit? Warum nicht? Oh, das ist schon ziemlich dunkel hier drin. Das ist schon krass. Ach komm, wir machen jetzt mal ein bisschen schneller. Steht da etwas? Oder ist das nur ein Tisch oder so? Das sieht nach einem Tisch aus, ich weiß es nicht. Egal, es ist der Anfang des Spiels, das wird doch schon nicht so schlimm sein. Ja, Angriff rechte Waffe, das ist nur meine rechte Hand. Und links, L1 ist wahrscheinlich. Okay, mit links fasse ich mir an den Hintern? Was ist das denn? Wow! Wow, krass. L2 ist scheinbar Kamehameha. Und was ist R2? R2 ist so ein kleiner Falcon Punch. Falcon Punch. Okay, interessante Fausttechnik. Okay. Warum hast du jetzt so eine leichte Gebetsposition mit den Händen eingenommen? Ach. Ziel anvisieren, R1. Ach, R3. Und damit kann man auch scheinbar auch die Kamera hinter einen positionieren. What the fuck? Was ist das für ein Geräusch? Ich muss jetzt aber nicht mit bloßen Händen gegen irgendein Viech kämpfen, oder? What the fuck? Nee. Ist nicht euer Ernst, oder?
Soll ich mich an dem Vieh vielleicht vorbeischleichen? War das nicht das Vieh, das mich gerade anfallen wollte? Ich bin da ganz leise. Auch wenn bei der Lautstärke mich das Vieh eigentlich hören muss, weil die Bretter knarzen wie bescheuert. Nein, nein, nein. Oh Gott. Hilfe, Hilfe. Oh, raus, 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 raus. Oh Gott. Wie renne ich nochmal? Wie renne ich? Shit. Oh. Oh, okay. Tür öffnen. Okay. Ah, raus, 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 raus. Oh, was ist das? Keine Ahnung. Quecksilberkugeln. Weiß nicht, was das ist. Hilfe. Ist das Viech hinter mir? Ich weiß es nicht. Ist es hinter mir? Es will nicht den Friedhof betreten? Okay, das ist interessant. Warum will es nicht auf den Friedhof? Warum will es jetzt nicht auf den Friedhof gehen? Alter! Oh, das Drecksviech hat mich zuerst in Sicherheit gewogen. Boah! Oh, shit! Von außen verschlossen? Was ist hier? Auf die Tür! Ich glaube nicht, dass ich gegen... Also gegen das Viech soll ich doch nicht mit bloßen Händen kämpfen. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Zentrum von Yharnam. Okay. Hilfe. Das Viech ist immer noch hinter mir. What the fuck? Ey, warum sind hier jetzt überall Gegner? Wollt ihr mich verarschen? Gegen die kann ich doch nicht mit bloßen Händen kämpfen. Soll ich jetzt ernsthaft? Okay. Oh, der ist ja schon. Yo. Ist klar. Warum hat mein Charakter jetzt so geleuchtet, als ich... Alter! Das war die falsche Taste. Wow, what the fuck? Habe ich mich jetzt gerade durch die Angriffe geheilt? Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? What the fuck? Oh Gott, geil. Ey, der erste Tod in dem Spiel, das ging ja schnell. Auf einmal werde ich von Gegnern umzingelt. Was soll denn das? Wo hätte ich denn hingemusst? Wahrscheinlich unten lang. Ja, geil, ey. Ohne Waffen. Einfach so ins Spiel geschmissen. Ah, man musste sterben. Natürlich, ja. Hätte ich auch drauf kommen können. Das wäre schon ziemlich kacke von den Entwicklern, einen ohne Waffen einfach so vor den ersten Gegner zu stellen. Und wenn überhaupt, dann müsste der Gegner so wenig Energie haben, dass man ihn auch tatsächlich besiegen kann. Und das war in dem Falle nicht möglich. Also so fies ist selbst From Software nicht. Niemals. Was ist das hier? Traum des Jägers. Aha. Hinweise ohne Ende, aber die lese ich mir jetzt nicht alle durch. Okay. Kann ich das Tor öffnen? Nee, fest verschlossen. Okay. Oh shit, man kann ja hier nicht pausieren. Okay, ich muss eben den Part unterbrechen. Moment, Leute. So, hat eben an der Tür geklingelt. Weiter geht's. So, was... Ist da eine Person? What the fuck? Ihr macht mir leicht Angst. Alles okay? Ich höre sogar noch Wimmern. Eine verlassene Puppe. Aha. Okay, mehr ist dazu auch nicht zu sagen, scheinbar. Wieso will man hier alle so Geist ansehen? Okay. Was ist das? Erwachsene... Erwachensgrabstein? Grabstein von Yharnam? Erwachensgrabstein? Ach, ey, Leute. Geschenk... Warte mal, was? Geschenk vom Boten annehmen. Die Boten bieten dir eine Trickwaffe an. Wähle eine aus. Trickwaffen werden mit der rechten Hand geführt und bei der Bestienjagd verwendet. Oi! Was haben wir denn da? Sägeaxtbeil? Sägehackbeil, Jägeraxt und gewundener Stock. Okay. Die hier macht am meisten Schaden. Hat sogar die höchste Haltbarkeit. Hat die höchste Stärke- und Geschicklichkeitsanforderung.
skaliert so, die beiden skalieren sogar besser mit Stärke und Geschicklichkeit als die Waffe. Ne, die Waffe skaliert eher mit Geschicklichkeit, also das ist offensichtlich eher eine Waffe, die man beim Geschicklichkeitsbild nehmen sollte. Ich bin aber eher so einer, der auf Stärke geht. Ja, die hier ist stärker, hat auch höhere Anforderungen. Die scheint insgesamt besser zu sein. Oder soll ich doch das Sägehackbeil nehmen? Weil das sieht so ein bisschen wie die Waffe aus, die man von dem Titelbild kennt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da, außerdem ist eines der Symbole bei der Jägeraxt anders. Ich verstehe das nicht so ganz. Ich würde auch ganz gerne wissen, inwiefern ich, also wie schnell die Waffe ist. Das wäre auch mal ein ziemlich wichtiger Faktor, den ich gerne erfahren würde. Weil wenn die Waffe zwar mehr Schaden macht, dafür aber deutlich langsamer ist, dann bringt es mir ja nichts. Dann nehme ich lieber das Sägehackbeil. Ach Gott, verdammt. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich nehme die Jägeraxt, komm. Ich bin ja immer dafür, die den stärkeren Gegenstand zu nehmen. Wo kann ich? Waffen. Jägeraxt. Okay. Einigermaßen schnell, jetzt aber auch nicht besonders. Also, sie ist weder besonders langsam noch besonders schnell. Ich denke mal, es geht. Ich weiß ja auch noch gar nicht, was es sonst noch so für Waffen in dem Spiel gibt. Mal gucken. Noch ein Geschenk. Die Boten bieten dir eine Feuerwaffe an. Wähle eine aus. Feuerwaffen werden mit der linken Hand geführt und bei Bestienjagd verwendet. So, wir haben die Jägerpistole. Oder die Jägerdonnerbüchse. Keine Ahnung. Die Büchse hat eine höhere Haltbarkeit, aber die Jägerpistole macht einen höheren Schaden. Warte mal, kann ich... Oh, ich kann mir die auch angucken, so. Okay, ich dachte jetzt eigentlich, es würde eine Itembeschreibung folgen. Ah, doch! Oh, na toll. Eine in der Werkstatt hergestellte Donnerbüchse für das Jägerhandwerk. Jägerschusswaffen werden speziell hergestellt, um Quecksilberkugeln mit dem Blut des Trägers zu verwenden, welche den Schaden gegen Bestien erhöhen. Der Effekt dieser Waffe wirkt schnellen Bewegungen von Bestien entgegen und die große Streuung sorgt nahezu für garantierte Treffer. Ah, es ist also quasi eine Schrotflinte. Okay. Und die Jägerpistole? Pistole für die Jagd aus der Werkstatt. Jägerschusswaffen werden speziell... Okay, das ist dasselbe. Da die Pistole schneller als die Donnerbüchse gezogen werden kann, kann der Träger schnell einen Gegenangriff starten. Okay, also will ich lieber eine Waffe haben, die viel Streuung hat oder eine, die präzise ist und dafür deutlich mehr Schaden macht. Macht die überhaupt Schaden? Weil ich sehe hier nur... Ach so, ja, Blutangriff. Okay. Die Jägerpistole macht 70 plus 1 und die Jägerdonnerbüchse 20. Aber wenn die Streuung bei dem Schuss größer ist, dann gehe ich eigentlich eher davon aus, dass jedes Projektil quasi an sich auch noch Schaden verursachen kann. Gibt es sonst noch irgendwelche anderen Statistiken, die sich unterscheiden? Sieht nicht so aus. Quecksilberverwendung ist auch die gleiche. Ja komm, dann nehmen wir die Donnerbüchse. Ich hoffe jetzt auch mal, dass das nicht allzu großen Einfluss nehmen wird, beziehungsweise ich glaube jetzt so die Waffen, die man zu Beginn kriegen kann, die findet man im Laufe des Spieles sowieso irgendwann noch einmal. Warum kann ich die andere Waffe jetzt nicht Ort ändern? Okay. Ah, oh, ach so. Okay, scheinbar kann ich zwischen zwei Nahkampfwaffen und zwischen zwei Pistolen wechseln, wie es aussieht. Alles klar. Also mit L1 scheine ich dann die Donnerbüchse zu bedienen und mit R1 wohl die Axt. Alles klar. Und wir haben 10 Quecksilberkugeln bereits aufgesammelt. Und von daher will ich jetzt nicht auf L1 drücken, um die Donnerbüchse auszuprobieren, weil ich dann höchstwahrscheinlich eine Kugel verballer. Und ich will die erst einmal sparen. Ein Notizbuch von den Boten. Hinterlasse Nachrichten bei diesen treuen Dienern, um sie mit Jägern in anderen Welten zu teilen. Ah, danke. Möge das gute Blut den Weg weisen. Schöne Nachricht. Bewerte ich mal positiv. Daumen nach oben. Fest verschlossen. Ja, das ist toll. Okay.
Hat sich hier nichts geändert, oder? Okay. Diesen Grabstein kann ich verwenden. Moment mal, hier hinten habe ich noch irgendwas gesehen. Was ist das? Bartboote. Mit Booten, mit Blutechos handeln, um Gegenstände zu kaufen und verkaufen. Okay. Ah, ja, stimmt. Okay, also die Blutechos sind tatsächlich die Seelen in dem Spiel, welche sowohl als Erfahrungspunkte als auch als Währung gelten können. Okay, Blutfiolen haben wir. Besondere Blutfiole, die GP erneuert. GP? Was sind GP? Gesundheitspunkte? Quecksilberkugeln, Molotow-Cocktail, der explodiert, wenn er geworfen wird. Okay. Kiesel, die auf Ziele geworfen werden können. Aha. Irgendwas anderes noch? Yharnam, Jägermütze, Jägergewand, Jägerhandschuhe und Jägerhose. Also eine Rüstung kann man hier noch kaufen. Okay. Kann ich irgendetwas verkaufen? Ja, die Kugeln wohl eher nicht. Eigentlich sollte ich am Anfang lieber noch gar nichts verkaufen. Ich weiß ja noch gar nicht, was ich gebrauchen kann und was nicht. Von daher sollte ich erst einmal mit meinen Gegenständen schön vorsichtig umgehen. Haben wir hier noch irgendetwas? Also, mein erster Eindruck ist auch jetzt schon, die Grafik ist der Hammer. Und die Stoffphysik finde ich super. Ich finde diese beiden Gürtel so geil, die der Charakter an den Seiten hat. Hat was. Und dann noch dieser kleine Mantel. Ich hoffe, wir finden irgendwann eine etwas geilere Rüstung. Zum Beispiel die vom Titelbild. An einen ausgewählten Ort in Yharnam aufwachen. Krankenzimmer im Erdgeschoss. Ja, ist das Einzige, was wir bislang anwählen können. Von daher starten wir einfach mal. Ludwig, der erste Jäger der heilenden Kirche, rekrutierte einst Einwohner von Yharnam, um als Jäger zu dienen. Diese Jägertracht war für neue Rekruten und hat eine ausgezeichnete direkte Verteidigung. Ah, kann ich das nicht so schnell lesen. Pistole? Ja, Jägerpistole, das hatten wir schon gelesen. So. Iosefkas Klinik, Moment. Ist das nicht dieselbe Klinik, in der wir vorhin aufgewacht sind? Wo wir vorhin verreckt sind? Okay. Soll das heißen, ich... Wow, what the fuck? Was habe ich jetzt gemacht? Hä? Entschuldigung? Das war jetzt überraschend. What the fuck? Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe L1 gedrückt. Und jetzt habe ich auf einmal eine Zweihandachse in der Hand? Wow. Alter Vater. Okay. Und lass mich raten. Mit L1 nochmal drücken. Okay. What the fuck? Wie geil ist das denn bitte? Krass. Ja, ey. Das ist doch mal der Hammer. Ich kann mich zwischen einer Einhandwaffe und einer Zweihandwaffe entscheiden. Und bei einer und als Zweihandwaffe ändert die Waffe sogar ihr Design. Das ist ja der Hammer. Geil. Ich finde das Spiel jetzt schon klasse. So. Wir machen mal direkt einen schweren Angriff. Okay, das war schlecht. Upsa. Okay, okay. Ich sollte nicht allzu cocky sein. Obwohl ich jetzt eine Waffe habe, kann mich das Viech immer noch schnell töten. Nein. Oh, yo. Okay, jetzt, das ging doch mal deutlich besser mit einer Waffe. Warum leuchtet er so? Hat er was dabei? Ja, hat er. Blutfiolen, 3 Stück. Okay, was machen die? Ach, die sollen meine GP wiederherstellen. Das waren die Dinger, oder? Moment. Persönliche Gegenstände. Notizbuch. Nehme ich das mal. Dann kann ich ja Hinweise machen. Whatever. Okay, die Frage ist jetzt nur, wenn ich mit L1 nicht die Pistole bediene, wie löse ich dann die Pistole aus? Beziehungsweise meine Donnerbüchse. Was haben wir denn hier? Nochmal Blutfiolen? Das habe ich aber vorhin nicht gesehen, oder? Vorher hat der Körper nicht geleuchtet. Moment. Heißt das, hier gibt es noch andere versteckte Sachen, die ich übersehen haben könnte? Beziehungsweise wahrscheinlich sind die jetzt erst gespawnt, nachdem ich eine Waffe bekommen habe. Ja, sieht nicht danach aus. Oh, ein Vorhang. Bewegt er sich leicht oder ist das nur die Lichtspiegelung? Ja, das ist, glaube ich, nur die Lichtspiegelung. Na gut, hier scheint nichts mehr zu sein, alles klar. Oh Mann. So, jetzt können wir uns immerhin wehren. Wir sollten uns aber trotzdem nicht in Sicherheit wiegen.
Steht hier draußen einer? Nein? Gut. Jetzt erstmal schön umgucken. Kann ich die Gräber, die Grabsteine vielleicht kaputt machen? Nein, kann ich nicht. Ist auch okay. Muss nicht sein. Was haben wir denn hier? Blutecho erlangen? Ach so, meine versteckten Blutechos. Ach, ich meine die, die ich verloren habe. What the fuck? Was ist das? Ist das jetzt geöffnet? Ach, von einem Gerät verschlossen. Ah, ich habe das vorhin in der Eile gar nicht lesen können. Von einem Gerät. Okay. So, vorsichtig. Was haben wir hier? Zentrum von Yharnam. Oder Yharnam. Kann ich das kaputt machen, den Wagen? Nee, aber alles drumherum. Wie es scheint. Okay. Zentrum von Yharnam. Was haben wir denn hier? Blutfiolen, 4 Stück. Krass, ich kriege jetzt viele Blutfiolen gespendet. Ich nehme mal stark an, dass ich die dann auch gleich brauchen werde. Was ist das? Eine Kiste? Oder nur ein Sarg? Sieht nur nach einem Sarg aus. Und warum ist dieser Sarg zugekettet? Irgendwie gefällt mir das nicht. Ein zugeketteter Sarg, das ist kein gutes Zeichen. Wow. Okay, armes Pferd. Hier scheint einiges passiert zu sein, offensichtlich. Hier war doch noch irgendein Verrückter, der mich angefallen hat. Ja. Bist du immer noch verrückt? Ja, bist du. Ups. Upsala. Okay, verdammt nochmal. Jetzt habe ich wieder L1 gedrückt. Ich bin so... Oh, ich muss das mal mit der Steuerung klarkommen. Ich würde mich noch in Teufels Küche bringen. Ich sehe es schon. Blutfiole. Was passiert, wenn ich jetzt Viereck drücke? Passiert nichts. Aha. X, Dreieck. Wow. Dreieck, okay. Ist das ein Feind? Nee, ist ein Geist, okay. Okay, mit Dreieck scheine ich Blutfiolen zu benutzen und die scheinen mich zu heilen. Alles klar. Ist schon mal gut zu wissen. Hallo. Haben Sie geöffnet? Ich hoffe, diese Glocke leitet jetzt nicht meine Beerdigung ein. Oh, ein Gerät. Ach, das ist der Gerät. Ups, nein. Oh, jetzt habe ich noch Dreieck gedrückt aus Versehen. Na toll. Okay, Gerät bedienen. Wow, holder. Okay. Eine Leiter. Ich gucke mich erstmal hier unten noch ein bisschen um. Wow. Okay, mit der Einhandwaffe mache ich eigentlich auch genug Schaden. Da brauche ich jetzt kaum die Zweihandwaffe. So, was haben wir hier? Da liegt doch was Schönes. Molotow-Cocktails. So, Bonusfrage. Wie benutze ich die? Nein. Ich will keine Notiz machen. Molotow. Rüste ich jetzt einfach mal aus. So, dann heißt es wohl die Leiter hoch. Ach, verdammt nochmal. Oh, ich habe jetzt total die Zeit vergessen, Leute. Shit. Ich wollte eigentlich direkt vorhin nach dem letzten Schnitt aufhören. Aber gut, das waren jetzt unsere ersten Schritte in Bloodborne, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich kann euch auch weiterhin bei diesem Projekt begrüßen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part von Bloodborne. Mal sehen, wie lange es dauern wird, bis wir unseren ersten richtigen Tod erleiden müssen. Wie ich From Software kenne, nicht allzu lange. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017 wünsche ich euch. Wir sehen uns im nächsten Jahr.